erstmal in die Röhre, das ist die Erwartungshaltung vieler Patienten, die in die Praxis kommen mit Schmerzen oder Einschränkungen irgendeiner körperlichen Funktion. Aber warum so ein MRT-Befund unter Umständen bei fehlender klinischer Untersuchung auf eine völlig falsche Fährte führen kann, das zeigen wir im heutigen Video. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulz und heute geht es um das Thema MRT-Befundung. Wie ist das einzubalancieren und einzuwerten in Bezug auf die klinische Untersuchung? Und dafür haben wir den Marc hier als Patienten, der hat eine ganz interessante Geschichte, nicht ganz schön, aber letzten Endes doch noch mit einem guten Ende. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie dir das ergangen ist mit der Problematik und dem MRT-Befund. Ja, ich bin mit Leistenschmerzen zum Arzt gegangen, der mich dann auch untersucht hat, mich dann zum MRT geschickt hat. Da wurde dann eine Schambeinentzündung, eine Hüftdysplasie diagnostiziert, woraufhin ich dann auch behandelt wurde. Allerdings wurden die Beschwerden nicht besser und so bin ich dann hier gelandet. Genau. Und dann wurde ich nochmal eingehend untersucht. Und ich hatte dann, wie gesagt, 5 Monate Ibuprofen, glaube ich, lang so da dazwischen, ja, wo es nicht besser wurde. Und der Klassiker ist halt bei einer Hüftdysplasie, habe ich ja eine Überbeweglichkeit im Hüftgelenk. Das heißt, man kann mehr oder weniger unaufgewärmten Spagat machen, weil da ist mehr oder weniger die Gelenkpfanne am Becken, die ist nicht so ausprägt, die ist relativ flach. Und dann kann sich halt der Oberarmkopf, wenn das jetzt mal der Oberschenkelkopf ist, gut bewegen. Aber bei ihm war eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also die Hüftpfanne war eher so ein bisschen zu groß und auch hier die Taillierung des Oberschenkelhalses war nicht so gut ausgeprägt, sodass er eigentlich eine Einschränkung seiner Hüfte hatte. Er konnte die Hüfte auch nicht so gerade nach oben ziehen, sondern nur so nach außen, weil hier alles schon im Weg war von dem Impingement-Syndrom, was da war. Und daraufhin habe ich dann mal bei dem radiologischen Institut angerufen, wo dieses MRT erstellt worden ist, habe dann mal nachgefragt. Also klinisch ist es für mich eigentlich jetzt nicht das, sondern das. Und der Kollege, der dann am anderen Ende war, hat sich die Bilder dann nochmal angeguckt, hat gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht. Es ist auch tatsächlich das, was klinisch da war und nicht das, was im Befund gestanden hat. Ja. Jetzt ist es müßig, darüber zu diskutieren, wieso, weshalb, warum das in den MRT-Bericht reinkam, also der weiterbehandelte oder damals überweisende Orthopäde da nicht nochmal geguckt hat, passt das alles zusammen? Also ich persönlich habe auch keinen Überblick mehr drüber, wenn ich den Patienten nach 3 Wochen sehe, was ich damals untersucht habe. Deswegen muss ich halt auch relativ viel dokumentieren in meinem Computer, beziehungsweise ich gucke mir dann auch immer an, was habe ich denn eigentlich auf den Überweisungsschein geschrieben? Da schreibe ich das halt auch immer dezidiert drauf, Verdacht auf dieses und jenes. Das wird dann in der Regel immer in den Arztbrief übernommen und dann lese ich mir oben noch durch, was hatte ich für eine Verdachtsdiagnose und was schreibt er unten hin, was es ist. Weil es auch für mich quasi ein Qualitätsmanagement irgendwo darstellt, ist meine klinische Untersuchung sinnvoll gewesen? Habe ich da jetzt einen richtigen Verdacht gehabt oder bin ich auf die Nase gefallen und das war was ganz anderes in der Bildgebung? Ja, das ist ja auch qualitätsmanagementmäßig auch für mich interessant. Deswegen sollte das immer so der Vorgang sein, den man macht. Weil letzten Endes ist das ja auch das, was ich Ihnen mit auf den Weg geben will, unseren Zuschauern. Verlassen Sie sich nicht blind auf irgendeine tolle bildgebende Diagnostik, sondern hinterfragen Sie dann ab und zu auch mal, wenn da was passiert ist. Es kann ja zum Beispiel sein, der Kollege hat den Befund beschrieben und gemacht, aber hat vielleicht von einem ganz anderen Patienten das Foto auf der Scheibe gehabt. Ja. Nur mal so als ganz lapidare Sache. Ja. Diese MRT-Untersuchung, das muss ja aus Patientensicht was total Heiliges und Tolles sein, oder? Wie muss ich das als Arzt jetzt mal verstehen? Ja, also als Patient, wenn man was hat und zum Arzt geht, dann hat man schon häufig die Erwartungshaltung, dass man auch zum MRT geschickt wird oder auch eine Überweisung bekommt, weil man schon die Vermutung hat, dass man da die Geschichte eben am besten sehen kann und auch dem Arzt auch am meisten hilft, wenn man direkt mit MRT-Bildern quasi zu ihm kommt. Ja, das ist, glaube ich, auch eine häufige Gangart. Der Patient kommt irgendwo hin, dann geht er relativ schnell zum MRT, dann ist er sogar ganz zufrieden und was ich dann so häufiger höre, ist dann auch so, er hat mich sogar zum MRT geschickt. Oftmals ist dann aber was weggefallen, was wir ja in unserer Behandlungspyramide auch in dem Video Ihnen gezeigt haben, die auch für mich eigentlich die Therapie ausmacht. Da gibt es einmal das Gespräch mit dem Patienten, das ist so die große Basis. Dann gibt es so einen mittleren Bau in der Mitte dieses Abteilung, das ist die körperliche Untersuchung. Ich gucke mir halt die Knochen an, gucke mir die ganzen physiologischen Strukturen an am Patienten und wenn ich dann damit fertig bin, dann mache ich noch irgendwelche technischen oder Laboruntersuchungen, wozu auch das MRT gehört, aber das sind dann quasi nur noch die Spitze der Pyramide, das sind diese letzten 5% Informationsgewinn, die ich dann habe aus diesen
aufwendigen MRT-Untersuchungen. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Beule im Auto oder mit einem Schaden beim Patienten. Ja, entweder fotografiere ich die Beule im Auto, das ist dann das MRT, was ich mache, aber davon geht die Beule ja nicht raus aus dem Auto. Das heißt, ich will eine Information haben, wo ich dann erstens mal wissen kann, wieso ist die Beule ins Auto reingekommen und zweitens, wie kriege ich sie wieder raus. Und das muss ich mit dem Patienten halt dann auch entsprechend ja, in der Unterhaltung klären. Was ist passiert, was kann man machen, wo soll es hingehen, wie ist die Rehabilitation, wenn noch eine Operation oder sonst irgendwas erforderlich ist. Das ist ein sehr komplexes, großes Bild, wo dieses Foto eigentlich nur ein kleiner Baustein ist an irgendeiner Weggabelung, wo ich mich entscheiden muss, geht es links oder rechts lang. Ja. Zusammenfassend kann man eben sagen, diese bildgebenden Verfahren sind tatsächlich eine Bereicherung, aber je genauer wir nachgucken, wir sind ja alle nicht anatomisch perfekt, sagen wir so, und jeder einer wie der andere gebaut, wie so ein Streichholz quasi, filigran, alles dasselbe. Man findet natürlich auch sehr viele Zufallsbefunde, die einfach nur anatomischer Natur sind. Auf der Suche nach der Ursache für irgendwelche Beschwerden tauchen die auch alle mit auf, da muss man auch mit umgehen lernen, ja, die sogenannten Zufallsbefunde. Und das sollte man aber alles, wie gesagt, nicht zu sehr überbewerten in meinen Augen. Entscheidend ist für mich immer noch die klinische Untersuchung, die wir auch hier nochmal in dem Video beim Sportarzt einblenden, sowie überhaupt diese Pyramide der medizinischen Diagnostik von dem Gespräch über die klinische Untersuchung bis hin zu den technischen Untersuchungen, die wir Ihnen auch im zweiten Video noch einblenden. Und ansonsten darf ich an der Stelle recht herzlich mich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen, bei dir bedanken, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und wenn Sie noch Fragen dazu haben, dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar hier unten in der Kommentarfunktion. Wenn Ihnen das gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben oder abonnieren den Kanal. Ich sage danke und auf Wiedersehen. Ciao.